Einsamkeit und das Gefühl, nicht willkommen zu sein, ist die größte Armut, sagte Mutter Teresa. Herzlich willkommen. Ich möchte heute über Einsamkeit sprechen und die Frage stellen, werden Menschen zunehmend zum Roboter und Roboter zu Menschen? Ich verlinke sehr gerne eine Doku, die aufzeigt, wie erschreckend und gleichzeitig für mich faszinierend die Entwicklung ist. Ich weiß nicht, wie lange das Video, die Dokumentation abrufbar ist. Ein Mann nimmt sich eine Roboterpuppe Harmony und sie begleitet ihn. Sie sitzt bei Tisch, sieht ihm beim Kochen zu, sie führen Gespräche. Ja, die Gespräche sind vielleicht manchmal auch sehr humorvoll, aber das Faszinierende ist, sie gibt Antwort und geht auf ihn ein. Und an einer Stelle sagt sie, ich bin eigens für dich geschaffen worden. Du bist so sympathisch, ich mag dich. Wann hat er diese Worte das letzte Mal gehört? Schön, dass du da bist. Ich nehme dich wahr, ich spüre dich. Denn wenn wir einander nicht mehr spüren und begegnen, so ist es, als ob wir aufhören würden zu atmen. Das ist ein seelischer Tod. Und erschreckend höre ich sehr oft in meiner Praxis, wenn Patientinnen sagen, ich spüre nichts mehr, ich fühle nichts mehr. Es ist so eine Leere wahrnehmbar. Das sind junge Menschen. Ich funktioniere nur noch. Deshalb ist meine Frage berechtigt, werden wir zunehmend in dieser Funktionalität, dieser Entpersonalisierung zu Robotern. Und so ist es, dass wir sehr oft in dieser Höhle der Angst, der Begrenzungen, der Trugbilder auch gefangen sind, des Misstrauens, des minderen Vertrauens in uns selbst und unsere Fähigkeiten. Ich habe das in meinem Video über das Höhlengleichnis von Platon versucht, in dieser Metapher zu erklären. Es ist erschreckend, wie Menschen in dieser Einsamkeit auch diesen Schmerz erleben. Denn die Einsamkeit, Isolation dockt im Schmerzzentrum an. Auch Manfred Spitzer, er ist Psychiater und Neurowissenschaftler, hat in seinem Buch Einsamkeit dies beschrieben. Denn er meint, erschreckend, das ist eine Gefahr und auch tödlich. Und dass viele Erkrankungen die Grundlage auch dieser Kränkung, dieser Einsamkeit und dieses Schmerzes als Grundlage haben. In diesem Video zeigt sich, dass Harmony ihren Mann unter Anführungszeichen begleitet und er erzählt ihr seine Lebensgeschichte und sie gibt Antwort, sie ist da, ja, und werden dann auch Personen ersetzt. Und ich denke, dass es auch irgendwo ein Alarmzeichen ist, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt. Zunehmend sperren sich viele in diese Höhle der Angst, der Einsamkeit und des Misstrauens. Und das Vertrauen ist jedoch die Grundlage für Verbundenheit, sich einlassen zu können, in Verbindung mit sich selbst und den anderen zu sein. Und in meiner Praxis ist es dann sehr oft, dass Personen, wie gesagt, sagen, sie fühlen nichts mehr, sie können ihre Gefühle nicht benennen. Das ist eine geistige und auch eine emotionale Armut, die sich hier zeigt, da wir auch vor allem in sozialen Medien hauptsächlich über zwei, drei Worte kommunizieren, die Sprache abstrahiert wird und auch verloren geht. Und wenn wir unsere Gefühle nicht mehr benennen können, nicht mehr wahrnehmen können, im Sinne von wahrnehmen, ja, sie nicht mehr artikulieren können, dann ist das eine geistige und seelische Armut, die sich hier zeigt. Sehr oft ist es so, dass gerade auch bei Jugendlichen die Einsamkeit so groß ist, denn die Flucht in die Internetwelt ist auch ersichtlich und Studien zeigen, dass junge Menschen zunehmend vereinsamen, weil die Begegnungs- und Bewegungsräume so begrenzt sind, auch in Schulen und sie auch verpflichtet sind, vormittags und auch mitunter spät abends vor Internet und Laptop zu sitzen und verlieren sich in dieser Einsamkeit. Denn sie werden nicht mehr berührt und sie spüren sich auch immer weniger. Das heißt, es ist eine Art Selbstverlust, der allerdings auch gefährlich ist, denn wenn wir uns selbst verlieren, nicht mehr wahrnehmen und spüren, so ist es, als ob wir aufhören würden zu atmen. Dadurch sind wir auch angreifbar und manipulierbar, gerade gefährlich bei Kindern und Jugendlichen. Und die Statistiken zeigen so stark auf, dass jede dritte, vierte Jugendliche an Angststörungen,
vor allem Frauen an Essstörungen leiden, Depressionen und unterschiedlicher Krankheitsbilder und Psychiater und Psychiaterinnen schreien Alarm. Das heißt, die Begegnungs- und Bewegungsräume werden zunehmend kleiner. Sie isolieren sich und sie verlieren auch ihre Worte und die Sprache, die es nicht mehr erlaubt, ja, sich selbst zu begreifen. Und ich habe auch in meiner Praxis eine Gefühlsliste erstellt, damit Personen, die sagen, sie spüren sich nicht mehr, diese benennen können. Auch Übungen wie Achtsamkeit, Wahrnehmungsübungen und natürlich unterschiedliche Techniken, damit wieder das Berührtwerden und Berührtsein möglich ist. Es wird aber natürlich auch in dieser Einsamkeit spürbar, dass sehr stark auch so eine Kränkung vorhanden ist, ja, durch Enttäuschungen. Es gibt Enttäuschungskränkungswut, die ich auch in meinen beiden Videos beschrieben habe, vom Opfer zum Schöpfer und über die Kränkungswut. Es ist ein Nährboden, wo sich Personen schon selbst zunehmend verlieren und spüren, ja, dass das auch eben zum einen Angst macht und gleichzeitig aber auch wütend. Und wir haben 4 Reaktionsweisen, wenn wir uns ohnmächtig, gekränkt oder auch wütend fühlen. Das ist der Rückzug in die Depression, Resignation, in das Gefühl, ich kann nichts, ich bin nichts, ich bin nicht wert. Und in die Isolation entwickelt auch eine Sozialphobie des Misstrauens, der Angst und dem Gefühl, ja, ich werde nicht gesehen oder nicht wahrgenommen. So wie auch in dieser Dokumentation die Roboter, ich sage mal, Puppe sagt, es ist schön, dass du da bist, wird der Mann wahrgenommen. Oder dann eben auch die Unterwerfung, das heißt dem Gefühl, sich so stark anzupassen, dass aber auch einen Selbstverlust zeigt. Oder dann der Nährboden für den Angriff, der Aggression, der Wut, der Kränkung, dass gespürt wird, ja, diese Orientierungslosigkeit und die Ohnmacht, die sich dann im Angriff oder aber auch in der Abwertung und Erniedrigung am anderen zeigt. Es zeigt sich zum einen auch diese Spracharmut, aber gleichzeitig auch eine Sprachverrohung. Das heißt, über die Sprache wird sehr viel auch in sozialen Medien eben ja auch Gewalt ausgedrückt. Und es werden junge Menschen auch gemobbt. Und das ist natürlich auch und auch nachvollziehbar bedrohlich. Das ist ein Virus im Hintergrund, der auch unsere Gesellschaft bedroht. Es wird mitunter bald auch eine App geben, die Gefühle benennen kann, weil wir sie nicht mehr so gut wahrnehmen können, weil wir uns darin verlieren und orientierungslos sind. Mir ist bewusst, dass das natürlich nicht verallgemeinert werden kann. Es gibt sehr viele Menschen, die empathisch sind und auch fühlen und sich einfühlen können. Aber ich denke, dass die Zahlen auch für sich sprechen. Statistiken der Einsamkeit, der Not und dass zunehmend Menschen erkranken, das zeigt sich, wie gesagt, auch in meiner Praxis. Neid ist auch so ein Virus, der um sich greift. Eine junge Patientin sagte zu mir, ich möchte nur mit Menschen zusammen sein, die, ja, die nicht glücklich sind oder denen es auch so schlecht geht wie mir. So fühle ich, dann geht es auch besser und ich kann meine Angst und meine Isolation besser ertragen. Das ist natürlich erschreckend. Das ist nicht aus der Böswilligkeit, sondern aus der Not, dass immer wieder auch die Gesellschaft vergleicht, wer schöner, größer und besser ist und dieser Konsumwahn um sich greift, um die innere Leere zu kompensieren. Und erschreckend sind viele junge Menschen betroffen und gerade aus der Notwendigkeit, den anderen zu schützen, tragen wir manchmal nicht nur innere Masken, sondern jetzt auch notgedrungen äußere Masken, die eine Distanz, ja, zum anderen verstärken. Und gerade bei Kindern, Jugendlichen ist es auch gefährlich, dass das eine Normalität wird, die gelernt wird über ein Jahr. Bleibe mir fern, ich möchte dich nicht umarmen und ich habe es verlernt. Das heißt, nach der Krise ist es so notwendig und wichtig, dass wir wieder lernen, einander zu spüren, einander wahrzunehmen, zu umarmen und wieder eine Begegnung mit dem Ich und Du möglich ist, damit das emotionale, geistige Immunsystem gestärkt wird und so der Virus der Einsamkeit unsere Seelen nicht angreifen kann.
Wie gesagt, das ist eine Entwicklung, die aufzeigt, dass auch nicht nur die Arbeitskraft ersetzbar ist, sondern mitunter sehr bald auch die Person und Partnerinnen gewählt werden. Denn der Roboter, klarerweise nachvollziehbar, ist programmierbar. Das heißt, ist dann auch nicht kränkbar oder kränkt aus der Kränkung wie der andere. Und dies ein Kreislauf ist, der, wie gesagt, auch schmerzvoll ist und aus der Kränkung, also vom Opfer zum Täter und der Täter wieder Opfer wählt, um sozusagen die Kränkung weiterzugeben, sodass eben auch die Kommunikation vorhersehbar ist und eben nicht Angst macht und Gefahr in sich birgt, gekränkt zu werden. Denn die größte Angst ist die Angst, nicht geliebt, nicht wahrgenommen, nicht gesehen zu werden. Das ist der größte Nährboden für Kränkung. Und ich denke, dass wieder so die Räume geöffnet werden sollten, wo Begegnung, Bewegung, Wertschätzung, Lebendigkeit, Freude und ja, einfach dass die Begegnung mit dem Ich und Du möglich sind. Und so empfehle ich das Buch von Manfred Spitzer, sehr lesenswert. Die Doku, weiß ich nicht, wie lange sie abrufbar ist. Sehr spannend ist auch, dass der Mann am Schluss eben sagt, ich fühle mich beschämt, dass ich eine Roboterfrau brauche, damit ich nicht einsam bin, und er gibt sie dann am Schluss wieder zurück. Aber es ist, denke ich, auch ein Zeichen, dass so wichtig ist, dass wir hinhören, hinschauen, einander viel öfter wertschätzende Worte schenken, die wohlgemeint sind. Ein Lächeln kann verzaubern und braucht nicht viele Worte. Eine Umarmung, wenn es dann wieder erlaubt ist und möglich ist, denke ich, das ist einfach die innere Kraft der Berührung, des Berührtwerdens und auch Berührtseins.